Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity. Es müsste sogar, glaube ich, die 27. sein. Und was ist geworden, Michel? Sie schicken mich auf die Galeeren. Das war doch nur ein Leibbrot. Alle Männer hier haben dasselbe. Das wird die Fail Session extrem. Denn da haben wir schon den ersten Tod. Genial. Und es ist noch nicht mal 20 Sekunden her. So. Da sind wir wieder. Sind schön gespawnt. Zum Glück hat er das mit dem Feuerwerk gespeichert, denn wenn wir das jedes Mal machen würden, boah, ich würde jedes Mal sterben und das wäre irre lang. Deshalb gucken wir das jetzt einfach mal. Jetzt sind die schon wieder böse auf mich, obwohl ich nur Zeitung gelesen habe. Was? Schon wieder? Die Leute sind wirklich, naja, sie sind etwas übereifrig, möchte ich mal sagen. Sind alle hier ganz aufgeregt. Was hat die auf den... Hat die den Propangasflasche auf dem Rücken oder so? Naja. Da war schon wieder eine Kiste. Okay. Die sind schon wieder böse auf mich. Das geht doch nicht. So, auf jeden Fall wollen wir in diesen Palast rein und auch keinen Alarm auslösen und auch diese Personen da retten. Diesen Thomas Lesquay. Aber ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Oder ich weiß, dass wir es nicht hinbekommen. Aber ich möchte ja nicht zu viel verraten. So. Na? Haben wir da unten jemanden? Ja. Zurück und ich schlag eure Köpfe ab. Komm, auf den können wir direkt uns genau schönes Luftattentat. Haben wir den schon mal direkt? Eliminieren wir erstmal alle Wachen auf den Mauern. Ja, Monsieur. Ich frag mich, ob es irgendein Achievement oder sowas gibt, wenn man alle Wachen in dieser Mission tötet, ohne gesehen zu werden. Das wäre ja mal eine richtige Herausforderung. So, jetzt haben wir auf jeden Fall nichts mehr hier oben drauf. Gut, dem müssen wir die Schlüssel stehlen. Das können wir bestimmt auch noch machen. Der wird ja bestimmt nochmal hier entlang laufen. Aber den kriegen wir noch. Der läuft dann nicht mehr dahinter dem Typen her. Dann haben wir keine Probleme mehr damit. Das ist doch schon mal schön. Können wir die auch so öffnen? Nein. Ihr dürft mich nicht sehen. Hallo. Erstmal Fähigkeiten holen. Okay. Bis gleich. So. Also wir haben uns jetzt einen Auffüllpunkt freigeschaltet, damit wir etwas mehr Munition haben für den Fernkampf. Denn ich finde, das ist ja sehr, sehr sinnvoll hier. Kriegen wir den Typen da? Ah, den kriegen wir. Perfekt. Was hast du mir in die Flasche getan? Bürger, anhalten! Was hast du mir angetan? Alle auf ihn, super. Gut, dann warten wir mal auf
unseren Schlüssel. Der müsste ja auch irgendwann mal hier vorbeikommen. Oder nicht? Boah, wer da alles so super geil aufeinander ist. Naja, das war's auch schon wieder. Schade. Ich habe ein paar mehr Töte gewünscht. Hm. Den kriegen wir aber. So können wir ihn auch stehlen, den Schlüssel. Oder? Ja. Ja, dann lauf doch einfach raus. Ihr dürft doch raus, dann lauft auch raus. Willst du Geld? Ich habe Geld. Lass mich raus und es gehört mir. Womit haben wir das verdient? Indem ihr nervt. So. Komm, den Zellentrakt können wir auch noch öffnen. Interagieren wir mal. Den letzten Zellentrakt habe ich natürlich vergessen. Wo die Kiste drin ist. Aber es ist... Ja, egal. Und, ja, ich würde mal sagen, wir stürzen uns dann direkt... mit ins Getümmel? Ich sabotiere es. Ja. Ach, dumm, dass die uns gesehen haben. Dumm, da sieht er mich immer noch. Hm. Mal gucken, wie viele sterben. Der sieht mich, der sieht mich, der sieht mich. Das ist doof. Das ist sehr doof. Okay. Oh mein Gott, hat er viel Leben. Aua. Hey. Ah, ich habe keine Medizin mehr. Das ist richtig scheiße. Nein. Ich fürchte, ich werde jetzt sterben. Meisterhafte, perfekte Parade. Oh. Oh mein Gott. Hä? Ich habe gerade wieder Leben bekommen? Ja, komm. Dich kriege ich auch noch. Perfekt. Und dich kriege ich auch noch. Oder? Ja. 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 Perfekt. Perfekt. Ja, ich bin gar nicht so doof, wie ich glaubte. Okay. Gut. Nächster Versuch. Bis gleich. Ich werde jetzt übrigens immer vorspulen, bis wir zu dieser Stelle sind, denn ich glaube, ihr habt keinen Bock, das Ganze nochmal zu sehen. Gut, da sind wir wieder und wir haben unseren Typen da gerade getötet. Haben diesmal etwas mehr Pfeile verbraucht. Da wir leider nicht unauffällig oben alle umgebracht haben. Ja, wir haben sie nicht umgebracht, wir haben sie, wir haben sie zum Einschlafen gebracht, ja. Na super. Das muss jetzt wirklich nicht sein. Aber wir haben Medizin bekommen. Super. Perfekt. Ah, es sieht immer so böse aus. Dass der immer so schön seinen... den... Degen? Schwert? Säbel? Ich meine, wir haben nicht mehr das Krummsäbel, wir haben irgendwas anderes. Auf jeden Fall, wenn er das immer so tief in die Person versenkt. Was ist denn das?
Aufgabe, das Ziel finden. Ja, das ist klar. Ach, wir haben den Thomas Levske noch immer nicht gerettet. Ich dachte, das wäre der. Okay. Dann werden wir ihn wahrscheinlich auch nicht mehr retten können. Dumm gelaufen. So, was ist denn hier draußen los? Einmal kurz einen umbringen. Ja, ich glaube, wir haben dem wieder die lila Lemmings gegeben. Ja. Mist. Nein! Nicht! Ah, scheiße! Was hat der... geil. Jetzt hat er auch einen Alarm gegeben. Mist, das ist jetzt doof gewesen. Aber es gibt Feuerwerk. Immerhin. Super schönes Feuerwerk. Macht doch Spaß. Ja. Hä? Die sind nicht böse auf mich? Okay, das sind Zivilisten. Gut zu wissen. Dich kriege ich auch mal eben. Ganz sanft. Da können wir hoch. Super. Dann laufen wir mal eine Runde hier hoch. Gehen wir da rein? Nee. Wir gehen höher. Da haben wir einen, da haben wir einen, da haben wir eine Glocke. Die ich sehr wahrscheinlich übersehen habe. Was machen wir jetzt? Ah, scheiße. Okay, ich glaube... Ja. Und da haben wir unseren vierten Versuch. Gut, bis gleich. So, und da sind wir wieder hier oben. Diesmal haben wir einen bekommen. Den haben wir auch bekommen. Oh. Ah, schon wieder hat jemand Alarm geschlagen. Okay. Ich habe die Nation hintergangen. Wieso habe ich die Nation hintergangen? Das verstehe ich jetzt beim besten Willen nicht. Ich will doch nur eine Person umbringen. Naja, es hat jetzt auch nichts mehr gebracht, die Glocke zu sabotieren, weil die schon geläutet wurde. Schade. Aber, da läuft jemand richtig schön. Wo willst du denn hin, kleiner Mann? Irgendwie witzig. So, hier kommen wir raus. Gut. Da haben wir noch eine Person. Können wir da irgendwas mitmachen? Interagieren, ja. Oh. So, jetzt nicht dein Ernst. Gut. Eher gesagt, mein Ernst. Dann laufen wir mal hier durch die ganzen Räume und nieten alles um, was eine schiefe Mütze anhat. Oh. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir sowas wirklich verkacken. Vor allen Dingen, wieso wollte ich eigentlich schießen? Aber ich habe immer Medizin bekommen. Was für ein Glück. So, und das Ziel rückt näher. Immer näher. Super nah.
So, ich glaube, der wird, ne? Können, kommt der zu mir ohne... Ach, Mist. Der wird mich sehen, oder? Wenn ich den umbringe. Ja. Mist, wieso habe ich nicht einfach... Komm, einfach nur volle Kanne drauf. Genau. Wieso sieht der mich noch? Ach, das ist ein Scharfschütze. Okay, da kann man leider nicht durch die Wand an der Wand weglaufen. Warte! Du entkommst nicht, du Feigling! Da bist du ja! Ob ich entkomme, ja? Super. Ich würde sagen, jetzt warten wir auf Madame. Und können sie dann... ein paar Galionsfiguren an der Decke, egal. Und dann können wir sie ja mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Haben alle genug Wein? Na? Wache! Assassine! Ey... Jetzt sieht die mich auch noch. Ab, hinterher. Komm. Hä? Ist die gerade aus dem Fenster gesprungen oder bin ich gerade nur voll verwirrt? Ich meine, ich könnte nur voll verwirrt sein. Hallo, nicht mich abschießen. Ah, jetzt habe ich alles hinter mir her. Super. Genial. Nein, das ist die Madame nicht. Ich weiß nicht, wohin. Das ist natürlich schlecht. Sehr schlecht. Komm, den nehmen wir noch nicht mal mit. Aber da geht's wieder rein. Da geht's auch nicht rein. Komm, einfach weiterlaufen. Wie kommen wir jetzt da hoch? Über die Treppe wahrscheinlich, ja. Na, nach oben. Bin aber ja auch hier gerade der reinste Movement-Kuppel, ne? Ey, jetzt kämpft sie sogar gegen mich. Oh mein Gott. Okay, das werden wir nicht hinbekommen. Ne. Und das war's. Und ich würde sagen, hier bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Fail. Haut rein.